Finale. Finale. Ohohoho. Und mit diesen Worten begrüße ich euch zu dieser Folge unserer Managerkarriere mit dem FC Liverpool. Wir haben das Finale erreicht des EFL Cups. Immerhin. Im Elfmeterschießen, wo wir davor jeweils immer 1-1 gespielt haben gegen Leicester. Also habe ich, glaube ich, dreimal ein 1-1 gegen Leicester, oder? Moment. Ja, auswärts 1-1, auswärts 1-1, zu Hause 1-1. Also ein würdiger Gegner, die Spiele über. Moreno verletzt, 1-3 Tage, gut. Wir haben jetzt 8 Tage Pause, von daher kein Problem. Und Chelsea hat nicht gewonnen, nur unentschieden, glaube ich. Sehr schön, damit bleiben wir weiterhin auf dem dritten Tabellenrang nach 24 Spieltagen. Julian wird ausgehen, alles klar. Und jetzt können wir gleich sehen, gegen wen wir dann im Finale spielen werden. Ich tippe natürlich auf Man City, auch wenn die keine gute Saison spielen. Aber ein Heimspiel gegen Stoke, da denke ich doch schon mal, dass sie dann auch mal gewinnen werden, oder? Paulinho kommt, perfekt, am 15. Juli zur neuen Saison. Für nur 3 Millionen. Er will zu den Bayern, nein. Konnte nicht lösen, ja toll. Sorry, ich bin nicht interessiert, dich zu verkaufen. Der nächste unzufriedene Spieler, ja, sind jetzt halt wieder zwei. Mit Coutinho und Schan. City gegen Stoke und City. Okay, also Manchester City ist dann unser Finalgegner. Wann genau ist das Finale? Wird wohl vielleicht gleich angezeigt. Am 25. Februar, okay. Da, direkt nach dem Champions League-Spiel. Ah, dann wahrscheinlich Länderspielpause, oder? Ja? Hm. Okay. Alles klar, da haben wir also noch ein bisschen Zeit bis dahin. Einen Monat, um genau zu sein. Genau einen Monat. Das schaffen wir, oder? Wir haben die Saison bislang so gut gegen Man City gespielt. Um genau zu sein, 5-1 gewonnen und 2-0 gewonnen. Also, why not? Warum sollte es im Finale jetzt komplett anders sein? So, aber jetzt wartet erstmal Crystal Palace auf uns. Wir müssen zu den 10. der Premier League. Auf jeden Fall kein leichter Gegner. So wie keiner in der Liga, klar. Moment, Verfügbarkeit. Ja, Erik Botheim, gerne ausleihen, ja. Markovic kann spielen. Chamberlain bis fit, genau, und der Rest. Mein Gomez, der ist wieder verfügbar. Also Joey Gomez nicht mehr. Er kommt dann wieder auf die Bank für James Milner. Und Milner dann auf die Bank für Marco Grujic. Der geht erstmal raus. Coutinho ist nicht mehr unzufrieden. Perfekt. Ah, okay, der ist auch nicht unzufrieden, hat nur Bedenken. Gut. Das ist ja perfekt, perfekt. Das ist nicht nur perfekt, das ist perfekt, perfekt. Mhm. Das ist die nächste Stufe von perfekt. Perfekt, perfekt.
5-2 gewonnen, ne, verloren ging. Ja, warten, war's? Darf doch nicht wahr sein. Und wir sind nur 8er, oh wie. Immerhin Tor von Markovic und Ings. Okay, wenn man sieht, wie viele Spieler wir ausleihen, kann es natürlich sein, dass wir viele gute aus der U23 auch abgeben. Sehr viele gute, also allgemein sehr viele Spieler. Ist ja fast nichts mehr übrig. Oha, okay. Na gut, die werden ja ein paar von der U18 dann nehmen. Ryan Brewster, der nach Gladbach wechselt, in der Realität. In der Reality. Gibt direkt wieder eine englische Woche. Mit Crystal, Chelsea und Watford. Ne, Pause. Am besten alle drei Spiele gewinnen, oder? Haben wir den nicht geholt, Erik Botheim? Ja, ne? Aber wenn ich mir den so angucke, okay, der wurde gerade erst 18, aber auch so. Nee. Aus dem wird jetzt kein Spieler für uns. Das sieht man schon jetzt. Tut mir leid, Erik. Ich weiß, ich habe es gekauft, deswegen. Ne? Aber ganz bisschen Spielpraxis sammeln, lernen hier von den Spielern. Oh ja, ich glaube, wir beide wissen, oder zumindest ist weiß. Dann wird nichts mit Liverpool. Stammspieler oder allgemein erste Mannschaft. Da müsstest du schon sehr viel zulegen. Ja. Ich bin ein guter Jugendtrainer. Direkt sagen, du wurdest zwar gekauft vor 2 Tagen, aber du bist einfach nicht gut. Du kannst wieder weg. Okay, so habe ich das jetzt nicht gemeint. Er ist ein 1000-mal besserer Fußballspieler als ich in der Realität. Also, das kann ich schon mal sagen. Ich wäre gerne so gut wie Erik Boltheim. Dauert gerade ein bisschen länger der Tag. In dem Transferfenster. Gehört dazu, warten wir ein bisschen länger. Geschafft, hey. Sorry, aber da konnte ich nicht viel machen, das wisst ihr selber. Chamberlain kam wieder auf die Bank, aber ich tue jetzt mal Firmino ins Sturmzentrum und Coutinho mal wieder ins offensive Mittelfeld, da er wieder gute Moral hat. Auch Can, was mich freut. Alle haben gute Moral, bis auf Ben Woodburn, okay. Aber alle haben mindestens gut. Spielt Woodburn? Ja, sehr gut. Bei Middlesbrough. So, Sturridge hier und Chamberlain wieder rein für Markovic. Sorry Lazar, aber jetzt wird es wieder ein bisschen schwieriger für dich. Ändern wir was? Unter anderem in der englischen Woche? Ich denke mal nicht, Fragezeichen. Nee. Wenn ich mir meine Bank angucke, 5 englische Spieler. Gibt ja die Diskussion immer wegen der
den hohen prozentualen Anteil an Legionären. Weil da natürlich die Nationalmannschaft nicht unbedingt einen Vorteil hat. Kann man natürlich verstehen. Wir sind der Favorit. Chelsea hat schon 26 Spieler. Und trotzdem nur Vierter, okay. Also haben wir auf jeden Fall die Chance, heute und dann im nächsten Spiel dann zu Hause gegen Chelsea einen guten Vorsprung zu erarbeiten. Also das müssen wir jetzt wirklich nutzen. Also sag mal so, 4 Punkte sollten es schon werden. Papa Suarez. Schöner Name. Mané. Uno Momento. Machen wir es mal so. Habe ich gerade so ein Gefühl, dass er diese Spielerrolle braucht. You need this. Du weißt es noch nicht, aber you need this. Jetzt sind wir da vorne, glaube ich, ein bisschen leichtfüßiger. Schön. Mané. Ach, Mann. Wir bleiben am Ball. Wir bleiben am Ball. Firmino. Sehr schön. Sehr schön. Wir haben nicht nachgelassen. Verdient. 8 Minuten schon 5 Schüsse. Ja, ich erinnere es trotzdem. Sehr wichtige frühe Führung. Sehr wichtig. Ah, und Tottenham führt. Okay, haben auch aber ein Spiel mehr. Alles klar. Die haben bestimmt alle ein Spiel mehr, weil wir halt im EFL Cup noch vertreten waren. Oh, viel Platz für Christophe. Sehr schön, Mignolet. Gut aufgepasst. Arsenal hat beide Spiele gewonnen, wie ich gerade sehe. Also auch da müssen wir ein bisschen nachlegen, um die kleine Chance auf die Meisterschaft zu wahren. Ne? Wenn die Chance da ist, selbst nach 25 Spieltagen, sollte man zumindest nicht nein sagen. Oh, Salah verletzt. Was machen wir da? Ich würde sagen, Mané geht nach rechts, Coutinho nach links, Firmino da und Sturridge kommt rein. Gut. Ich will scheinbar jetzt noch nichts einwechseln. Frühestens nach 45 Minuten. Und Chase ist auch... Jetzt ist... Was ist denn hier los? Okay, dann kommt halt jetzt Chamberlain rein. Ich glaube, die wollen mich gerade wirklich zwingen, hier Chamberlain mit einzuwechseln. Gut, sind jetzt halt 10, 15 Minuten mehr vergangen. Dann geht's ja. Was für ein Spiel. 2 Spieler verloren. Nein, das darf nicht wahr sein. Okay, Chase 1-1. Och, Mann. Kann man nur hoffen, dass es keine langwierige Verletzung sein wird. Aber bei 2 direkten Auswechslungen, verletzungsbedingt, ist die Chance halt schon hoch, dass zumindest einer ein bisschen länger verletzt ist. Ein bisschen länger meine ich halt ein paar Wochen. Zumindest. Benteke, uiuiui. Da hatten wir Glück. Wir sind ein bisschen aus dem Spielfluss. Spielrhythmus, kann man aber verstehen. Ja. 2-0 Tottenham. Die sind uns im Nacken. So, Halbzeit. Zum Glück steht es noch 1-0 für uns. Aber bloß nicht selbstzufrieden werden. Gut, die haben es gut aufgenommen. Die nächste Riesenchance für Benteke.
Ja, den müssen wir aufpassen. Benteke ist halt schon ein richtig guter Stürmer. Immerhin mal wieder ein Abschluss, auch wenn es ein Freistoß war. Moreno. Okay. Wird wohl nichts draus. Für uns zumindest. Schön, Henderson. Das ist ein Satz, den ich sehen will. Einfach lange Bälle. Ja, gut. Ins Nichts. Ungefährlich, gut. Ach, Chelsea führt jetzt haben gedreht. Schade. Naja, am Ende müssen wir so auf uns gucken, von daher. Egal. 2-2. Freuen tue ich mich trotzdem, wenn Lukas Tor schießt. Das ist ja wohl menschlich. Oh, da sind keine gute Aktionen da vorne, aber wir bleiben am Ball mit bisschen Glück. Dann aber wieder nichts, aber dann kriegen wir den Ball wieder und verlieren den wieder. Vielleicht ja jetzt durch Mané, Firmino. Ich hätte mir gewünscht, dass er da zurücklegt. Coutinho war das bestimmt. Nein. Oxlade. Oh, was für eine Riesenchance für Firmino. Sowas macht er doch normalerweise. Eieiei, das wäre die Vorentscheidung gewesen nach knapp über einer Stunde. Für Moreno kommt. Kommt es. Oh, viel Platz für Puncheon. Aber wir konnten zum Klären. Oh, Ward. Ich gehe mal jetzt auf Kontrolle. Oh, noch nicht so viel Platz lassen, dem Wilfried Zaha. So, jetzt will ich mal im Mittelfeld ein bisschen mehr stärken und Tulelena für Coutinho. Ach, ich habe schon dreimal gewechselt, stimmt. Och, ich habe jetzt zwei Verletzungen. Mist. Ach komm, es war der dritte. Kacke. Aber da kann ich trotzdem Coutinho ins zentrale Mittelfeld tun. Und konnte Can das nicht besser? Der hatte doch voll. What? Geht das denn auf einmal? Hat er es wieder verlernt etwas oder wie? Gut, wenn wir die immer so von da schießen lassen, dann bin ich halbwegs beruhigt. Ah, der Druck wird immer stärker. Immer stärker. Lauf doch, Gomez. Sehr gut. Ballbesitz. Gold wert in diesen späten Minuten.
Aber direkt wieder weg. Schön. Achtung, Achtung, Punchion. Ach, sehr gut. So, jetzt gehe ich auf totale Defensive. Eng stehen. Ja. Braucht man auch nicht. Eineinhalb Minuten Eckball, okay. Danke. Oh, dieser Fehlpass kann wehtun. Also für total defensive sind schon wenig Spieler da hinten bei uns. Können wir uns dann bei Sacha bedanken. Diesen Stockfehler. Schön. Eine Minute noch. Uno Minuto. Nein, ich kann kein Spanisch. Merkt man wohl. Schön. Schön von Chamberlain. Sehr schön auf Mané. Sind noch ein paar Sekunden abseits. Aber egal. Das werden drei sehr wichtige Punkte sein. Vor allem auswärts. Ein Arbeitssieg, kann man wirklich sagen. Schön, sehr gut. Wir haben im Selhurst Park, wie ich gerade sehe, so heißt der Stadion, 1-0 gewonnen. Da kann man schon mal ein bisschen glücklich sein. So, und das war's dann für heute. Ein bisschen länger hat die Folge gedauert als normalerweise die letzten. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und in 2 Tagen geht's dann weiter mit dem sehr wichtigen Heimspiel gegen den FC Chelsea. Also ein Topspiel. Platz 3 gegen 5. Ich glaube, Chelsea ist 5. Oder? Ja, irgendwie so. Also, vielen Dank nochmal und bis dann. Ciao.